Diese selbstfahrende Arbeitsmaschine, die sogenannte Lademaus, dient einerseits zum Verladen der Rüben auf LKW, andererseits der weiteren Reinigung der Pflanze. Ja, vorne läuft sie rein, wird vorgereinigt, dann kommt sie ins erste Band und da wird es nochmal gereinigt und hinten haben wir nochmal Schnecken drin. Da wird der letzte Dreck noch rausgereinigt und dann kommt es im Überladeband und kommt auf den LKW. Fazit: Je sauberer die Rübe, umso besser für die Fabrik. Also bei uns in der Zuckerfabrik bereitet die Erde zusätzliche Probleme. Zum einen muss sie transportiert werden, aber sie muss auch nachher wieder in irgendeiner Form weiter versorgt und aufbereitet werden. Also von daher, gut gereinigte Rüben ist ein Ziel. Und mittlerweile werden im gesamten Südzuckerbereich alle Rüben, die in die Zuckerfabrik kommen, intensiv vorgereinigt. Langsam aber kontinuierlich bahnt sich die Euromaus der Firma Ropa ihren Weg in die Rübenmiete. Ebenso langsam aber kontinuierlich schmilzt der Rübenberg. So nehmen Rüben ihren Weg durch die 220 PS starke Maschine in Richtung LKW. Auch hier wird alles computergesteuert und von der Fahrerkabine überwacht. Also wir haben da jetzt einen Bildschirm. Da haben wir von der Maschine alle beweglichen Teile, die wo grün sind. Das sind die beweglichen Teile, die kann man außen einschalten. Dann haben wir zum Beispiel hier eine Durchlaufwaage. Da wird das Gewicht gewogen, was auf den LKW kommt, dass wir nicht zu viel haben. Und vor allem Teilladung. Wenn wir zum Beispiel der Schlag fertig ist und sind noch 10 Tonnen sowas da, dann fahren wir zum nächsten Schlag und dann wird aufgeteilt. Also es kommt alles auf einen LKW, also Leerfahrten gibt es nicht. Zudem werden die Verladung mit den LKW und die Standorte der Rübenmieten angezeigt und koordiniert. Wir haben da einen Laptop. Jeder Rübenacker ist dann eingezeichnet. Zum Beispiel grau ist jetzt erste Runde. Das grüne da ist zweite Runde. Und das gelbe sind die Schläge, die wo wir schon geladen haben. Und der rote Pfeil ist dann meine Maschinenposition. Also das läuft alles über GPS. Knapp 30 Tonnen Rüben passen auf jeden LKW. Die fahren im Pendelverkehr während der Ernte zwischen Werk und Acker hin und her.